meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute habe ich mal nach ganz langer Zeit mal wieder ein Monatsfavorit-Video, aber mehr Tops und Flops. Also ich stelle euch heute auch ein paar Produkte vor, von denen ich wirklich enttäuscht war, was ich nicht gedacht hätte bei diesen Produkten. Ja, aber sonst auch die Produkte, ohne die ich diesen Mai nicht leben konnte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, was so meine Favoriten, also Tops und Flops waren für den Mai. Ich fange jetzt ganz einfach mal an mit Paletten, die ich mir vor circa, ja, eigentlich fast genau einen Monat gekauft habe oder bekommen habe. Und ich kann wirklich gar nicht mehr ohne sie. Fast jedes Augen-Make-up entsteht mit ihnen und ihr habt sie auch schon in meinem letzten Video gesehen. Und zwar sind das die Lorac Pro Paletten. Oh mein Gott, Leute, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine gute, heftige Qualität gehabt bei Lidschatten. Ich bin unglaublich begeistert. Qualitativ sind die Dinger einfach mega. Das ist jetzt die Lorac Pro 1 Palette. Oben sind eigentlich immer komplett nur matte Töne und unten immer mit Schimmer. Perfekt für jeden Look und wie gesagt, die Qualität. Oh mein Gott. Das hier ist die Lorac Pro 2 Palette, also mit einem grauen Gehäuse, sage ich mal. Und ja, auch wieder oben nur matt und unten mit Schimmer. Das ist nochmal eine ganz andere Farbrange. Und ja, die beiden zusammen ist eigentlich alles, was man braucht. Ich habe sie bei Nordstrom bestellt. Ich glaube, pro Palette hat man irgendwie $45 bezahlt. Also umgerechnet auch ungefähr 45 Euro. Plus Versand kam hinzu und plus Steuern, die ich noch beim Zoll zahlen musste, war ich vielleicht pro Palette bei ca. 60 Euro. Finde ich aber noch okay, weil ich zum Beispiel für andere auch ja, um die 50 meistens bezahlt habe. Und bei dieser Qualität, Leute, jemand, der wirklich auf extrem hohe Qualität setzt bei Lidschatten, kauft euch sie. Kommen wir zu meinem zweiten oder auch dritten, je nachdem, ob man die Paletten als ein oder zwei Produkte sieht, Produkt, wovon ich super begeistert war. Es ist, was bei mir nicht so typisch ist, wirklich mein günstiges Produkt und zwar von Sleek. Ich habe mir von Sleek Face Inform Contouring and Blush Palette geholt. So sieht sie aus. Und ja, ich bin total begeistert von der. Ich hätte das nie gedacht. Dieser Ton hier zum Konturieren, dieser Bronzer, der ist mega. Ich liebe ihn abgöttisch. Er ist, finde ich, vergleichbar mit dem Hoola Bronzer, auch von Benefit. Und auch in der Mitte der Highlighter ist sehr, sehr schön. Also er ist ein bisschen goldener, ein bisschen peachiger. Den kann ich nur empfehlen. Die ganze Palette kostet, glaube ich, wenn ich jetzt nicht lüge, 12, 13 Euro. Also wirklich noch relativ günstig. Und der Bronzer, den benutze ich wirklich, wirklich regelmäßig und habe ich jetzt im Mai für mich entdeckt. Die Palette habe ich schon länger, aber im Mai habe ich wirklich entdeckt, wie gut dieser Bronzer eigentlich ist. Und ja, benutze ihn seitdem sehr, sehr häufig und bin sehr begeistert. Kommen wir jetzt zu meinem Lippenduo, auf das ich eigentlich nicht verzichten konnte im Mai und was fast tagtäglich. Hätte ich nie gedacht, dass ich einen Lippenstift mal so regelmäßig trage, weil ich ja Millionen habe. Und zwar ist es einmal der Lip Liner von Too Faced Perfect Lips in der Farbe Perfect Spice. Das ist ein tolles, tolles Braun mit so einem leichten, rötlichen Unterton. Und ja, damit zaubert man wirklich so einen Kylie Jenner Look und das ist mega. Also diese Too Faced Lip Liner, ich habe mir jetzt auch einen zweiten in Nude geholt, sind mega. Die halten so Bombe den ganzen Tag, was für mich natürlich perfekt ist, weil ich 8 Stunden, mehr, manchmal auch mehr als 8 Stunden im Büro sitze. Mega. Und dazu, wenn ich meine Lippen damit umrandet habe und auch ein bisschen ausgefüllt habe, kommt mein Half and Half Amplified MAC Lippenstift hinzu, was ich schon mal vorgestellt hatte in meinen MAC Favoriten, weil es ist auch bis heute noch meine absolute Lieblingsfarbe. Es ist auch so ein schönes, sattes Kylie Jenner Brown, also ich liebe es unglaublich doll und dieses Duo darf bei mir nicht fehlen und ja, auch gerade im Mai ist mir aufgefallen, habe ich es fast jeden Tag getragen. Ja, von daher durfte es in diesem Video nicht fehlen. Kommen wir zu meinem Augenbrauen-Duo auch wieder, was ich in letzter Zeit sehr viel benutzt habe. Auch wieder ein sehr günstiges Produkt dabei. In erster Linie aber, ohne, wenn ich mir ein einziges Augenbrauenprodukt aussuchen dürfte, auf was ich nicht verzichte, ist das der Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Das beste Produkt auf Erden, also in meinem Leben könnte ich darauf nicht mehr verzichten. Es ist jetzt sogar schon der zweite, den ich nachkaufe. Eigentlich schon der dritte, weil den anderen habe ich noch in dunkler, als ich noch dunklere Haare hatte. Aber einen habe ich schon komplett aufgebraucht. Die gehen relativ schnell leer, habe ich jetzt festgestellt, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich würde ihn trotzdem immer, immer wieder nachkaufen. Dann das zweite Augenbrauenprodukt ist von NYX. Und zwar ist das das Eyebrow Gel. Ja, Eyebrow Gel, Punkt. Ich habe es in der Farbe Blond. Es ist aber noch relativ dunkel für ein Blond. Also es geht schon fast in so ein Taub rein. Und ist aber extrem, extrem langanhaltend. Ich habe es jetzt auch gerade drauf.
Ja, aber es ist super, super langanhaltend. Also es trocknet wirklich extrem an, es ist super deckend und es hält wirklich 24 Stunden. Also dieses Ding ist genial. Und wenn ihr das, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, ich habe es auf jeden Fall von Make-up Geek von der Seite mitbestellt, weil ich das bei Shannon oder ShannXO mal auf der Seite gesehen habe, dass sie das auch benutzt. Und ich bin total begeistert und kann es eigentlich auch jedem anderen empfehlen. Und ja, ich liebe es. Also auch perfekt für solche Aschblondtöne. Die perfekte Farbe und mega, mega langanhaltend. Kommen wir jetzt nächstes Mal zu einem Concealer, den ich über alles, alles liebe und diesen Mai auch eigentlich wieder so für mich entdeckt habe. Und zwar ist es von der Marke, die ihr durch mich vielleicht auch schon kennt und vorher noch nie gehört habt, ich weiß es nicht. Und zwar von der Marke Chichi. Chichi, da hatte ich euch ja heute die ganzen Matte Liquid Lipsticks vorgestellt. Und ja, dieser Concealer, finde ich, ist von der Konsistenz ungefähr wie der NARS Cream Creamy Concealer und ist einfach mega. Also ich finde ihn total klasse, sehr cremig, perfekt für trockene Haut und sehr, sehr, sehr deckend. Lässt sich super verteilen, setzt sich nicht ab in den Fältchen und das liebe ich an dem. Also wie gesagt, wieder Chichi. Die Marke werdet ihr auf jeden Fall noch öfters bei mir hören, denn ich liebe diese Marke. Ja, kommen wir soweit zu meinem letzten Favoriten, ohne den ich nicht leben konnte im Mai. Und zwar habe ich den Soft and Gentle von MAC für mich entdeckt. Ich habe mich wirklich zu so einem Highlighter-Freak entwickelt. Also ohne Highlighten gehe ich fast gar nicht mehr aus dem Haus. Und ich liebe den. Ich habe ihn jetzt auch gerade drauf, wenn ihr das sehen könnt. Es ist so ein perfekter Ton für meine Haut und ich freue mich auch jetzt gerade im Sommer, den zu benutzen und schön in der Sonne zu reflektieren quasi. Und ja, also ohne den Soft and Gentle möchte ich gar nicht mehr leben. Der beste Highlighter, den ich bis jetzt habe. Obwohl ich sagen muss, ich habe den Mary Luminizer noch nicht, den wollte ich mir schon immer bestellen. Ich weiß nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe, aber den werde ich mir auf jeden Fall auch noch bestellen. Mal gucken, ob der da rankommt, ich weiß es nicht, weil ihn ja alle so, so loben und lieben. So, meine Lieben, als nächstes kommen dann meine Flop-Produkte für den Mai. Einige werden vielleicht ein bisschen geschockt sein darüber, aber ich war unglaublich enttäuscht. Ich habe ja das Contour-Kit von Anastasia Beverly Hills, das hier, das, was ich über alles, alles, alles liebe. Ja, und weil ich das so liebe, habe ich mich eigentlich so doll auf dieses Cream-Contour-Kit von Anastasia Beverly Hills gefreut. Ich habe es mir sofort bestellt. Und ich habe es bekommen und habe mich so gefreut, es zu probieren. Habe es probiert und ich bin einfach nur maßlos enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache, aber naja, das ist es auf jeden Fall. Ich habe es in der Farbe Light. So sieht es aus. Und ja, also ich persönlich komme überhaupt nicht mit diesem Cream Contour Kit klar. Ich konturiere ganz gerne mit Cream Sachen. Also meistens habe ich dann jetzt von Bobbi Brown dieses Foundation Sticks oder auch von Maybelline diesen Stick, den ich hier drauf mache und dann einfach schön verblende. Aber hiermit, ich finde, diese Sachen kriegt man ganz, ganz schwer auf den Pinsel, weil sie sehr, sehr, also bei mir jedenfalls sehr festgepresst sind, sehr, also ich finde, sie könnten noch ein bisschen weicher sein von der Konsistenz her. Die sind mir ein bisschen zu hart. Und was ich ganz, ganz schlimm finde bei diesen cremigen Pötten, sage ich mal, ist, wenn man einmal ein, zweimal mit dem Pinsel drin war, dann ist hier alles voller kleinen so Staubpartikeln und das finde ich überhaupt nicht schön. Ich bin einfach nur, muss ich ganz ehrlich sagen, maßlos enttäuscht und das für einen Preis von fast 50 Euro. Dann habe ich noch einen Flop, leider auch von Anastasia Beverly Hills. Ich bin ja eigentlich echt, echt ein Liebhaber von dieser Marke und habe mich deshalb so gefreut, diese beiden Produkte, einmal die Cream Contour Kit und die Liquid Lipsticks zu bestellen. Einen von denen habe ich jetzt auch drauf, das ist Electric Coral. Ja, also von dem Auftrag her bin ich erstmal total enttäuscht. Es kann natürlich sein, und das müsst ihr euch auch so abwiegen, ich bin natürlich, was Lippenstifte angeht, sehr, sehr verwöhnt. Ich habe sehr, sehr viel, ich habe sehr viele Marken ausprobiert. Ich habe von Too Faced die Liquid Lipsticks, ich habe die Creamy Matte von Chichi, ich habe von Stila die ich unglaublich liebe, Stay All Day. Jetzt habe ich mir noch ganz neue bestellt und die werde ich euch jetzt auch noch vorstellen. Mega, die besten, die ich in meinem ganzen Leben hier ausprobiert habe. Und zwar von Colored Rain, so sehen die aus. Die werde ich euch jetzt in den nächsten Wochen nochmal vorstellen. Und ich muss ehrlich sagen, die können da nicht mithalten von Anastasia Beverly Hills. Leider. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und hatte auch aufgrund der ganzen Videos, die ich gesehen habe, sehr, sehr hohe Erwartungen. Vielleicht, weil ich einfach ein totaler Liquid Lipstick Fan bin und sehr, sehr viele habe und viele verschiedene Marken habe und weiß, wie die verschiedenen Konsistenzen sind, Haltbarkeiten und so. Vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die sehen ganz schön aus. Auf jeden Fall, das könnt ihr auch sehen. Der Auftrag ist aber sehr, sehr schwer.
Also eine gerade Linie hinzubekommen ist mit dem Applikator, finde ich total doof. Und als ich das erste Mal den einen benutzt habe und dann wirklich einmal kurz was gegessen, getrunken habe, vorsichtig war, also ich habe nicht großartig Sachen in mich hineingestopft oder alles nass gemacht mit einem Getränk, war schon die Hälfte ab. Und habe auch das Gefühl, dass andere, die ich habe, auch deckender sind und einfach ein anderes Finish. Also ich bin generell auch mit dem Finish nicht ganz so zufrieden. Und wir sehen können auch in der Mitte hier, da löst es sich schon langsam wieder ab. Also leider Gottes, und ich habe mich so gefreut auf diese beiden Produkte, bin ich nicht unglaublich begeistert. Wie gesagt, diese hier habe ich schon verkauft bei Kleiderkreisel. Die würde ich jetzt auf den Weg machen von der Post her. Und die drei, die werde ich behalten. Mal gucken, vielleicht ändere ich ja noch meine Meinung. Ich werde die noch öfters benutzen und testen. Aber mein erster Eindruck und die zwei, drei Mal, die ich sie jetzt getestet habe, sind nicht so mega. Und den ich jetzt drauf habe, den habe ich auch erst vor einer halben Stunde aufgetragen. Also ich werde den jetzt auch noch heute noch mal testen. Ja, das waren auch schon meine Favoriten für den Mai mit Top- und Flop-Produkten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hatte schon ganz lange nicht mehr so ein Video. Wenn ihr das öfters sehen sollt, dann schreibt mir es doch mal in die Kommentare oder gebt mir ein Like. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich schon und bis dahin. Ciao!